Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Pokémon Schwert, die Schneelande der Krone. Ich habe nachgeforscht und es heißt die Schneelande der Krone und nicht, wie ich es vorher genannt hatte, weil das Spiel das so genannt hatte. Was war das nochmal? Die Krone der Schneelande oder sowas? So heißt es tatsächlich nicht. Oh, hier gibt's Tarnels. Frag mich gerade, ob man Tarnel hier nie fangen konnte, aber ich meine schon, oder? Ich bin eigentlich echt der Meinung, ja, dass man das hier fangen konnte. Und wieso? Also, Battle, ne? Die Battle-Musik ist so dermaßen laut, dass das ich noch nicht verstehen tue. Okay, Tarnel haben wir tatsächlich noch nicht. Dann machen wir mal hier Turbo-Tempo lieber. Weil ich will es ja nicht komplett zerhauen. Oh, das bringt ja fast gar nichts. Okay. Und falls ihr Regen hört, ne? Die Wände hier sind sehr, sehr dünn, deswegen hört man auch den Regen in so einem Sturm. Also man kann ihn vielleicht hören. Ich bin mir nicht sicher, ob man ihn hört, aber vielleicht schon. So, okay. Das bringt auch nicht so viel. Ich möchte ihn natürlich nicht one-hitten mit meiner Aqua-Haubitze. Das wäre nicht so cool. Kampf, Sondersensor. Machen wir jetzt nochmal hier. Stimmt, das lösche ich mal eben hier. Oh, muss ich kurz hier ein paar Beispielaufnahmen löschen. Beim Battle ist die Musik echt immer sau laut. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe es noch nicht so herausgefunden. Oh, ich will den jetzt aber auch nicht mit Eishage gleich töten. Komm, Tarnel, das reicht doch jetzt, oder? Ja? Nein? Och Mann, du bist ja gemein, Tarnel. Du bist so gemein zu mir. Zu mir. Und, oh nein, jetzt habe ich ihn angegriffen. Och Mann, ich bin ja auch dumm. Egal. Das überlebt es hoffentlich noch. Wir überleben es auch noch, glaube ich. Ja, wir überleben es auch noch. Tarnel, du aber auch, ne? Super. Jetzt aber hier, Hyperball. Komm. Komm schon. Gib mir Tarnelblitze. Nein. Oh nein, Tarnel stirbt jetzt gleich. Und Suicune ist jetzt auch tot. Oder? Ja. Sie ist nämlich gerade nicht, weil mein Laptop da über den KPs ist. Okay, Tarnel ist auch weg. Okay, schade. Ach, ich mag dieses Mann-Hagel, finde ich nicht toll. Zumindest im Spiel nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich... Ach ja, wir müssen zum Dorf, ne? Ich bezweifle mal, dass es hier zum Dorf hingeht. So, für Metang. Das bringt hier eigentlich alles tatsächlich nicht so viel. Oh, Libeldra, willst du es probieren? Willst du es probieren, ihn zu fangen? Komm, wir probieren es einfach. So, komm her, Tarnischchen. Metang. Es hagelt. Wir machen... Oh Gott, Überschallknall. Ich denke, Normalattacke wäre jetzt hier am besten, oder? Ja, perfekt. Ist nicht besiegt worden. Nice. So gehört sich das hier, ey. Ja, so gehört sich das. Hyperball. Bleib aber bitte drin, kleines Metangchen. Hallo, Metang? Was soll denn das denn jetzt hier schon wieder? Sternhieb. Pff, was ich nicht lache. Hallo, Regen, hör jetzt auf, ja? Danke. Oh Mann, Tarnel, komm schon. Komm doch endlich. Ah, weg. Oh nein! Oh, jetzt habe ich angegriffen. Mann, ich hasse es, dass man immer wieder hochklicken muss, ja, damit man auch einen Ball auswählt, ja. Das war früher nicht so, ganz ehrlich. Früher war alles besser. So, jetzt ist es raus. Oh, Wablu entwickelt sich. Okay, Altaria, nice, ich freue mich.
Hallo Altaria. Es schwebt gemächlich durch die Lüfte und lässt dabei ein wunderschönes Summen ertönen, das alle in seinen Bann zieht, die es hören. Ja, schön. Oh, Drachenpuls ist auch eine gute Attacke. Dann können wir dich vielleicht sogar doch noch benutzen. Watteschild kann weg. 1, 2 und schwupp. Altaria hat Watteschild gemeistert. So, ich habe echt keine Ahnung, ja? Hier sind so viele Tarnets. Komm, Altaria. Ah ne, wir haben jetzt Dings vorne, ne? Libeldra. Okay. Libeldra. Schaffst du es, irgendeine nicht effektive Attacke einzusetzen? Drachenstoß. Oh, warte. 100? Oh, da machen wir 100. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Ja, wir haben... Oh nein, Hagel. Ich habe den Hagel vergessen mit einzuberechnen. Ja, geil. Ja, Tane, tut mir leid. Ich habe einfach vergessen, den Hagel mit einzuberechnen. So, Pokémon. Altaria, ich brauche dich jetzt, ja? Wir müssen einen Tarnel fangen. Ja, du schaffst das doch, oder? Da ist auf jeden Fall eins. Ein Tarnel erscheint. So, wir machen natürlich gleich auch die Story weiter, Leute, ne? Ich will jetzt zumindest einen Tarnel fangen, ja? Ein Tarnel. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Mach mal Mondgewalt. Ich hoffe, es bringt ein bisschen was. Aber ich glaube nicht. Das wird jetzt hier ein Kampf, aber... Oh, Altaria sieht von hinten echt komisch aus, oder? Es sieht wirklich komisch aus. Ich frage mich gerade, ob die Flügel eigentlich nur die Wolke sind und Altaria gar nicht so aussieht eigentlich. Sondern, dass es eigentlich einen komplett hellblauen Körper hat. Ach ja, Leute, ne? Ich werde jeden Tag terrorisiert von Sky. Ja, nur weil ich bei denen mal einmal meine Nummer hinterlassen habe, ja, rufen die mich jede Woche irgendwie an. Wirklich. Schrecklich. Ich gehe auch nicht mehr dran, ne? Ich bin kurz davor, die Nummer zu blockieren. Und das mache ich dann auch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, Altaria. Können wir es jetzt fangen, bitte? Ohne, dass Tane hier gleich stirbt. Ich hoffe. Ich hoffe. Komm, Tane. Bleib bitte drin. Tu es für mich. Du es für mich. Oh nein, es ist nicht drin geblieben. Nee, nicht Kampf. Hier. Das bitte. Das bitte hier. Och Mann, ey. Mann, Tarnel. Ich fange dich irgendwann später, weißt du was? Dann hole ich mir ein Pokémon, was Sonnentag kann, ja? Und dann gibt's hier nur noch Licht und kein Hagel, ey. Mein Gott. Oh, Altaria sieht echt gut aus. Wenn's hinter mir hergeht. Och nee, da war was. Schnäppki. Schnäppki, dich haben wir aber schon. Dich haben wir schon. Flucht. Flucht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück. Eisstein, nice. Hier haben wir auch noch was. Oh, da unten haben wir noch einen Tempel. Karte. Ah, ich kann jetzt schon überall hinfliegen, nice. Wir fliegen mal wieder zur Dings. Und teilen... Oh ne, die wollen mit mir wahrscheinlich reden. Aber erst will ich meine Pokémon heilen. Pokémon heilen bitte, danke. Ich heile deine Pokémon und ich will nichts dafür haben. Okay Leute, was ist los? Müssen wir mit ihnen reden? All diese Menschen sind in Gefahr, doch in meinem Zustand kann ich nichts dagegen tun. Ich bitte dich, Menschenkind, hilf den Bewohnern von Freestyle. Okay, ich helfe ihnen. Ich weiß zwar noch nicht, wo... Ah, da ist er. Da ist er, das kleine Pony.
Warte! Oh nein, mein Batterie. Polaris! Oh, kann ich jetzt fangen? Polaris erscheint! Altaria, los mit dir! Polaris hat es auf deine Polarkarotte abgesehen. Okay, ich fange dich aber. Oh ne, kann ich nicht. Okay, dann müssen wir kämpfen. Dann müssen wir kämpfen mit Drachenpol. Oh nein, das war ja Eis, ne? Das bringt ja gar nichts. Ich bin so wieder schlau. Schlau. Fuchtler, aua, das tut weh. Das tut echt weh. So, dann mach mal schnell hier Mondgewalt. Fuchtler, auch nicht schon wieder. Aua. Altaria, nein. Okay, das reicht. Helles Wehern. Oh, es ist verwirrt, okay. Hat es eigentlich Augen oder ist es blind? Also jetzt no shame, ja, aber... Weil seine Augen sind zu, deswegen frage ich. Flammenwurf, das müsste viel bringen. Oder? Flammenwurf, bringt das was? Ja, perfekt. Nice gemacht. Ja, und Nidoran entwickelt sich jetzt. Auch gut. Wow, die Entwicklung haben wir noch nie gesehen. Juhu. Auf der Suche nach einem Mondstein zerstört es Felsen mit seinem Horn, das härter ist als ein Diamant. Cool. Cool. Alles andere entwickelt sich nicht. Okay. Brrrass. Oh, es läuft weg. Ah! Nospa! Polaris! Ich glaube, es wollte sie gar nicht angreifen. Es wollte nur weglaufen. Oder? So glaube ich zumindest. Ist alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut, aber es kommt mir vor, als hätte mich gerade jemand beschützt. Oh, er ist weg. Oh, da liegt was. Was liegt denn da Schönes? Oh Gott. ich habe jetzt nicht Alice Rossa, ein Haarsträhne vom Polar aus dem treuen Ross des Königs der Reichen. Sie ist robust und biegsam. Oh, die Musik ist hier so schön, Leute. Werter Gast, wie können wir dir jemals für diese Rettung danken? Was macht ein so ungestümes Pokémon nur in den Schneelande? Man könnte fast meinen, es sei dieses Pokémon aus dem Märchen, das treue Ross. Aber ach, was rede ich denn da? Nanu, was ist denn das? Doch nicht etwa helles Rossa? Im Märchen passiert etwas Besonderes, wenn man eine leuchtende Blume, die der König selbst hat erblühen lassen, in solches Haar einflechtet. Angeblich kann man so die Züge des Bundes herstellen, die den König und das treue Ross miteinander verbinden. Meine eigenen Vorfahren praktizierten die Kunst der Zügelherstellung, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde. Nun ja, ich für meinen Teil habe so eine Blume noch nie gesehen. Auch die Fertigungsmethode ist mit der Zeit in Vergessenheit geraten. So, jetzt haben wir aber lang genug über Armenmärchen gefachsimpelt. Ich sollte mir wohl besser Gedanken darüber machen, wie wir diese Pokémon in Zukunft von unserem Dorf fernhalten. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe eben. Ja, am besten, wenn du hier keine Karotten anpflanzt, oder? Oder ist das zu viel verlangt? Weiß nicht. Oder woanders anpflanzt, mein Gott. Gut gemacht. So, wir treffen uns wieder in der Ecke. Oh Mann, ich liebe diesen Treffpunkt, Leute. Einfach in der Ecke. Einfach an der Ecke treffen. Die Ecke war da, genau. So, ihr ploppt auf. Ja, super. Achso, wir müssen mal eben hier ein anderes Pokémon auswählen. Weil, obwohl, warte. Wir haben, glaube ich, einen Mondstein, oder? Haben wir einen Mondstein? Bestimmt, oder? Hier. M.
Ja, da haben wir 7 Stück. Ach komm, dann können wir das machen. Kann es sein, dass der Ton jetzt irgendwie wieder synchron ist? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der Ton ist tatsächlich wieder synchron. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Warte. Warte, hier hört man es, glaube ich. Ne, ich höre gar nichts. Ich bilde mir hier eher alles ein. Okay, vergessen wir das mal ganz schnell. Wieso wollte ich jetzt hier drauf? Ich weiß es nicht. So. Dann. Alter, sind die laut da draußen, ey. Mein Gott. Nehmen wir Nidoran mit. Ach, wir hatten schon Nidoking. Ah, wir haben es doch gefangen. Na, geil. Egal. Egal. So. Weiter geht's mit der Story. Vielen Dank, dass du das Dorf beschützt hast, Menschenkind. Dabei wäre es meine Pflicht gewesen, mein treues Ross zu zügeln. Doch in meinem aktuellen Zustand konnte ich nicht viel mehr tun, als es zu verwirren und zum Aufbruch zu bewegen. Wenn ich nur die Zügel des Bundes hätte, wäre es ein leichtes, es zu zähmen. Wir können sie herstellen. Wie? Du willst die Zügel des Bundes für mich herstellen? Aus dem Haar meines treuen Rosses und einer leuchtenden Blume, die ich erblühen lassen soll? Eine Blume. Eine Blume. Aber natürlich! Ich nahm an, die Menschen hätten aufgehört, mir die Zügel des Bundes dazu zu bringen, weil ihr Glaube an mich erloschen sei. Dabei fehlte ihnen in Wahrheit lediglich das nötige Material, da ich dieses nicht mehr wachsen lassen konnte. Oh, wie lange bin ich diesem Irrtum nun aufgesessen? Viele hundert Jahre ist es schon her, seit ich zuletzt eine leuchtende Blume erblühen ließ. Denn die Kraft, die mir verblieben war, reichte nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. Doch nun spüre ich, dass mich ein kleiner Teil meiner alten Kraft wieder durchströmt. Wohlan, wagen wir nach schier endlos langer Zeit den Versuch, eine leuchtende Blume erblühen zu lassen. Ob es klappt? Ich glaube noch nicht, oder? Okay. Koronos Paronos. Das ist für dich, Menschenkind. Du hast ein Kronblatt, okay. Ein Blütenblatt, das du vom König blabla, es strahlt ein sanftes Licht aus. Wie erwartet, ist sehr mühselig, auch nur eine einzige Blume erblühen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, doch bitte nimm dieses Kronblatt an dich und versuche damit die Züge des Bundes anzufertigen. Die Nachkommen jener Familie, die einst die Züge herstellte, sollten noch im Dorf leben. Ich setze meine ganze Hoffnung in dich. Okay. Heißt, wir müssen jetzt hier so ein Dingsy herstellen. So, wer könnte das denn? Ich glaube, die Oma. Ich habe gesehen, wie du mit allen Leuten hier im Dorf gesprochen hast, bis du ein geselliges Mädchen warst. Ja, und wie? Hallo, Seemops. Du bist süß. Dich will ich auch noch fangen. Vielen Dank, dass du unser Dorf vor diesen Wildlingen beschützt hast. Jemanden wie dir würde ich... Oh, Fluffy. Oh, gerne. Oh, Cosmo, komm her. Nice, wir haben Cosmo. Cosmo ist so süß. So süß. Er soll mir hinterher rennen. Ja. Dankeschön, Oma. Oh nein. Achso, nee, ich muss ja drücken, damit er das. Okay. Da kann ich es ein- und anschalten. Wie ich möchte. Ah, Cosmiki. Ah, du bist aber lahmarschig. Mann, ich dachte, du wärst schneller. Oh, du bist ja Stufe 5? Nee. Oh Gott. Nee, dann muss ich dich nochmal wegtun. Weil Stufe 5 könnte bedeuten, dass du viel zu schnell dich entwickelst oder so ähnliches. Dass du dich weiterbildest. Boah, sind die alle schlecht aus Awashakawi. Oh mein Gott, habt ihr alle Kackwerte. Okay, Laziola, du kannst wieder mit, weil ich cool bin. Weil wir gerade nichts anderes haben, was wir leveln müssten. Ich glaube, du brauchst eh einen Eisstein oder so, ne? Wasserstein? Ich weiß es gerade nicht mehr. Was soll ich machen? Achso, ich muss jemanden suchen, der das herstellen kann. Kannst du das herstellen? Bürgermeister. Okay, Bürgermeister wieder. Der gute alte. Ich habe den Namen vergessen vom Bürgermeister. Hatte er einen?
Böhne. Oh, na, wenn das nicht die Retterin unseres Dorfes ist, bist du wegen der Bücher hier? Diesmal nicht. Wie bitte, du willst, dass ich Züge des Bundes für dich herstelle? Jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Zur Zeit meines Urgroßvaters wäre das noch möglich gewesen, aber heutzutage gibt es niemanden mehr, der sich an die traditionelle Herstellungsweise erinnert. Außerdem braucht man dafür eine bestimmte Blume und ich bezweifle, dass du die hast. Doch, die habe ich. Ich glaube, mich laus an den Chimpep. Hast du wirklich das Kronblatt einer leuchtenden Blume? Bedeutet das dann, dass es den König der reichen Ernte ebenfalls wirklich? Nein, nein, das kann nicht sein. Meine Vorfahren haben die Züge des Bundes hergestellt, in denen sie sich an die Anleitung aus den alten Märchen hielten. Dazu brauchten sie eine bestimmte Blume und Haare eines bestimmten Pokémon. Aber ich befürchte, an die Details dieser alten Tradition kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedoch muss ich mich natürlich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Wenn du mir die Materialien gibst, werde ich mein Bestes versuchen. Okay, bitteschön. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob ich es so gut hinbekomme wie mein Urgroßvater, aber jetzt ist es an der Zeit, eine alte Tradition meines Dorfes wiederzubeleben. Werke, Tüfte. Das war ein absoluter Reinfall. Ich halte mich selbst für einigermaßen geschickt, aber für diese Züge braucht es jemanden, der über mehr Fingerfertigkeiten verfügt als ich. Bitte sieh mich nicht so niedergeschlagen an, es tut mir wirklich leid. Hey, Herr Bürgermeister! Oh nein. Sag mir nicht, er kann's. Es gibt einen Notfall in meiner Hütte. Hat sich das heiße Wasser aus der Dusche verabschiedet? Oh je, auch das tut mir leid. Ich schaue es mir so bald wie möglich an. Ach, du bist ja auch hier, Expeditionsleiterin. Ist irgendwas passiert? Die miese Stimmung hier zieht mich ja gleich mit runter. Tada, ist das Eis? Ihr braucht also nur einen Strick? Gib mir mal die Materialien. Okay, jetzt habe ich hier ein Kronblatt und Rossa. Was genau stelle ich mit dem Kram? Oh nein, der macht es kaputt. Bin mal so frei. Das Blütenblatt wird eingeflecht ins Haar der Mähne, so ist recht. Boah, Alter, musst du mir die Methode echt quäkend verklickern? Naja, mir soll's recht sein. Also dann, ran ans Werk! Oh nein, der macht's kaputt, Leute. Der macht's so kaputt. Und fertig, ist das okay so? Oh, danke. Cool. Unglaublich, entgegen meiner Erwartungen sind sie wirklich ausgesprochen talentiert. Was sie da in Händen halten, sieht exakt so aus wie die Züge des Bundes aus den alten Überlieferungen meiner Familie. Tahaha, dank meiner aufmümpfigen Tochter bin ich ein Experte darin, kaputte Dinge zu flicken. Das Entdecker-Set, das ich dir neulich in die Hand gedrückt habe, ist übrigens ebenfalls Eigenmarke Peony. Peony, wie dem auch sei. Jetzt hast du die Züge des Bundes, die du wolltest. Ich freue mich für dich. Ich freue mich auch für mich. Auch wenn, keine Ahnung, irgendwie kommt es mir so vor, dass die Story richtig schnell vorangeht, aber wir spielen das ja jetzt auch schon fast 2 Stunden, oder? Weißt du was? Ich habe mich neulich dort tatsächlich schon wieder dabei erwischt, wie ich draußen im Stehen eingeschlafen bin, weil ich völlig durchgefroren war, wollte ich in der Basis erstmal schön warm duschen, aber es kam nur eiskaltes Wasser aus, vor lauter Schreck bin ich da draußen gesprungen. Ah. Menschenkind! War die Herstellung der Züge des Bundes von Erfolg gekrönt? Und ob? Ach, welch wundervolle Neuigkeiten. Auch ich habe frohe Kunde zu überbringen. Mir ist es endlich gelungen, den Aufenthaltsort meines treuen Rosses in Erfahrung zu bringen. Polaros hat den Kronentempel zu seiner Heimstätte auserkoren. An jenem Ort haben wir damals viel Zeit zusammen verbracht. Bisher zog ich es vor, die Städte zu meiden. Zu sehr fürchtete ich, von nostalgischen Gedanken an frohe Tage übermannt zu werden. Doch weshalb hat sich mein treues Ross ausgerechnet dorthin zurückgezogen, um etwa um in Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit zu schwelgen? Nein, ausgeschlossen. Der Kronentempel thront auf dem Gipfel des nördlichen von hier gelegenen Berges. Ich bitte dich, den Kronentempel aufzusuchen und die Züge des Bundes mitzubringen. Wohlan, ich breche sogleich auf. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich verlasse mich auf dich, Menschenkind. Okay, nimm ihn mit. Meine. So besonders war er nicht, ne? Mit dem Kronblatt von okay, cool. Sehr schön. Dann wollen wir da mal hin, ne? Ich muss gerade gucken, wo es hier wieder runter geht. Hier geht's runter. Ich weiß, Rosanna fangen wir irgendwann. Wenn wir hier alles erkunden, würde ich sagen. Ist das hier ein Dicker oder? Das sieht so seltsam aus. Nee, ne? Ist einfach nur ein Stein. Ach so, stö. Oh nein, meine.
Oh, mein Batterie geht da gleich leer, Leute. Mann, ich würde so gern noch mehr Pokémon spielen, aber... Okay, Flucht. Flucht gescheitert, ich raste schon wieder aus. Aber es sieht echt schön aus. Hier der Hintergrund. Hintergrund ist echt schön. One Hit, alles klar. Flucht. Danke. Ich fahre hier... Mann, ich muss mich daran erinnern, dass ich hier nie wieder herfahre. Hier gibt's nur Kakis, ja? Ja, prima nu. Suicune, ja. Komm, flieh einfach bitte. Danke, Suicune. I love you so much. Hier ist es echt so leise, ich verstehe es nicht. Aber egal. So, wir wollen jetzt erstmal da hoch. Das ist unser Hauptziel. Alter, die gibt's hier auch. Gibt's auch alles wieder. Ach, da unten war Milotic, ne? Ja. Stimmt, man konnte ja über Wasser gehen, ne? Alter, Kappador! Du hast aber hier einen Sprung drauf. Wow. Amazing. Das ist echt beeindruckend, tatsächlich. So. Gehen wir, ah, ne, da geht's, glaube ich, wieder hoch zum Dorf, oder? War das der Weg? Ich meine schon. Ich meine, hier geht's zum Dorf. Ah, nee, doch nicht. Doch nicht, hier ging's doch nicht zum Dorf. Sehen wir da irgendwo die Dinger da noch? Nee, ne? Jetzt sind wir über ein Dorf, glaube ich. Das Dorf müsste dahinter liegen, oder? Ich meine schon. Oh, Mann, ist das schön im Winter. Da ist der Tempel. Achso, vielleicht kommt man zu dem Tempel vom Dorf aus hin. Das kann natürlich auch sein. Da ist der Schneebedeck? Nee, das war das. Okay. Es gibt hier Tarnel. Und das Viech. Oh, da hinten, da könnte es aber was geben. Sehr schön. Durchgekommen. So, was haben wir hier drin? Ein Mulimorba, das brauchen wir aber nicht. Nee, das brauchen wir echt nicht. So, holen wir uns mal eben hier. Fluchttasche. Erleidet der Träger eine Sekunde seiner Status, wird hier Mitglied. Oh, okay. Oh, guck mal, hier haben wir die Weiterentwicklung. Das wäre natürlich cool. Na gut, Sekunde. Dann versuch mal dein Glück. Amagaga! Du schaffst das, Suicune, ja? Du bist der King. Der King bist du. Mach mal Sondersensor. Gucken, was das bringt. Nicht viel. Okay. Hagelsturm, es hagelt eh schon. Das war natürlich hier herausgeschmissene Attacke von ihm. So, meinst du, das hält es aus? Ja, hält es gut. Sehr schön. Sehr gut gemacht, Suicune. So wollen wir das sehen. Und jetzt hier. Hyperball. Hyperball. Bleib bitte drinnen. Nice. Nice. So werden Pokémon gefangen, Leute. So werden sie gefangen. Hydro-Pumpe. Oh, Hydro-Pumpe ist natürlich auch cool. 85. 111. Aber Aqua-Durchstoß macht halt... Oh, ich überlege gerade. 80, aber 100. Nee, ich bleibe bei 100 erstmal. Ja. Im Notfall werde ich ihm nochmal Hydro-Pumpe beibringen. Es wurde aus einem Fossil zurückverwandelt, wenn es seinen Ruf erscheinen lässt. Soll ein Polarlicht am Nachthimmel erscheinen. Oh, schön. Ja, immer ein Team auf jeden Fall. Du kommst statt Amarino rein. Sehr nice. Sehr cool. Da ist es. Mega. Mega einfach nur. Ach, cool. Ach man, ich liebe dieses Gebiet, Leute. Ich liebe es sehr. So, gehen wir mal weiter nach oben. Oh, hier ist eine Höhle. Oh, da ist noch was. Ein Schneeball.
Okay. Ist aber kein Deinernest, oder? Aufstiegstunnel. Zubat? Rokara? Zubatzis? Granitstein? Wir gehen erstmal hier nach unten. Gibt es auf jeden Fall viele Rokara. Oh, Drachenzahn. Sehr gut. Sehr gut. Da kommen wir nicht rüber. Ja. Ich kann es jetzt wegschieben. Kindwurm! Butalanda gab es, glaube ich, nicht, oder? Gab es Butalanda? Das sehen wir jetzt. Nee, gab es nicht. Sehr, sehr nice. Eisstrahl. Ich wette, du bist jetzt... Oh, nee, Wutanfall. Wir sind weg. Wir sind weg, aber es macht nichts. Aber cool, dass es hier jetzt Kindwurm gibt. Ja, komm, Suicune. Ich mag beide Sprachen. Wir machen Sondersensor. Bei Level 1 weiß ich nicht, ob ich da eine Aquahaubitze reinballern will. Okay. Danke, Kindwurm. Hat Spaß mit dir gemacht. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wo es Kindwurm gibt. Da ist noch eins. Da ist noch eins. So, machen wir jetzt Turbo-Tempo, würde ich sagen. Kampf Turbo-Tempo! Ja, okay, das geht besser. Es ist leicht voller Verwirrung und verletzt sich selbst und dann ist er selber tot. Das wäre natürlich traurig. Reicht. Gut. Oh nein, es ist verwirrt, Leute. Hyperball. Komm in mein Ball. Bitte. Nice. Kindwurm! Das läuft gerade ganz gut. Nee, Zuflucht brauchst du nicht zu lernen, Glaziola. In der Hoffnung, eines Tages fliegen zu können, stürzt es sich täglich von Klippen, um seinen Körper zu stellen. In mein Team auf jeden Fall. Dich entwickeln wir einfach weiter. Dann kommst du jetzt weg. Obwohl, Drachen-Pokémon sind jetzt hier nicht ganz so praktisch, aber ist in Ordnung. Pokémon bewegen auf jeden Fall. Hier mit Suicune. Wir müssen, glaube ich, hier... Oder sind wir von hier gekommen? Nee, von hier sind wir gekommen. Ach man, ich bin aber auch wieder fail drauf. Sind Zubats auch neu? Ich meine, so ein X-Bad wäre richtig cool. Da kommen wir nicht runter. Noch nicht. Noch nicht, sage ich, und... Nee. Okay. Frostigilele. Blablabla. Oh, ich möchte hier ohne Fahrrad herumlaufen, damit ich hier die Sachen leichter einsammeln kann. Zum Beispiel dieses Sternstück. Hier war auch noch was. Eisbrocken. Nee, geh mal weg. So. Rokara haben wir, glaube ich, mit Sicherheit. Das gab es schon vorher. Hier geht's jetzt runter. Das ist ein Zubat. Hier ist eine Sackgasse. Haben wir auch eine Sackgasse? Ja, haben wir. Das ist ein Golbat. Feuersturm. Nice. Feuersturm ist cool. Sehr cool. Zubat, ne, ich komme später wieder, ne? Wenn ich sehe, dass ich euch brauche, dann hole ich euch auch, ja? Aber jetzt erstmal nicht. Hier haben wir noch was. Schutzbrille, okay. Was haben wir hier? Schönes. Normaljuwel. Ach ja, Arceus gibt es da jetzt. Stimmt. Alter, wie groß ist das denn hier? Warte, ich will erstmal da hoch. Pff, Alter. Hier sich auszukennen ist aber... Es wird schwer, glaube ich. Es wird echt schwer. Oh, sind wir draußen? Schneegipfelfahrt? Ja, wir sind draußen. Oh, mit Treppen? Gott, ich speichere mal sicherheitshalber.
gehen noch ein bisschen weiter. Oh, hier gibt es mein Lieb. Ah, die Weiterentwicklung von Snom Nom. Oh, ganz viele. Und ein Absol. Absol, nice. Ist Absol neu? Wir gucken gleich mal. Eisstein? Okay, dann gehen wir mal gucken, ob Absol neu ist oder nicht. Oh, Absol ist echt cool. Absol ist echt ein cooles Pokémon. Das habe ich, glaube ich, als erstes im Pokémon Mystery Dungeon tatsächlich gesehen. Das hat mich umgehauen. Und dann, als ich es hinterher in Oras gesehen habe, war ich hin und weg. Oder? Nee, ich glaube, ich kannte es doch schon vorher. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich kannte es doch schon durch Rubin oder so. Könnte ich mir zumindest... Ah ja, es ist ja Unlicht. Heißt, Psychoattacken gehen nicht. Aber die Attacke gegen Tiefschlag. Oh. Gut. Absolchen, komm in mein Teamchen rein. Und wir haben Spaß, ja, Absol. Ganz, ganz viel Spaß. Was kommt heute eigentlich im Fernsehen, Leute? Ich gucke jetzt nur für mich, ja? Euch interessiert das wahrscheinlich eher weniger, weil ihr alle kein Fernsehen mehr schaut, sondern nur noch meine Videos, ne? Oh ne, ist ausgebrochen, das finde ich nicht so schön. Heute kommt nichts für mich. Ja, geil. Geil. Naja. Oh Gott, er lebt noch. Oh, Suicune aber nicht mehr. Suicune lebt leider nicht mehr. Und er auch nicht mehr. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr toll. Egal. Wir können später einen Absol hier fangen. Glaziola nach vorne. Ja, komm. Auch mit Glaziola nach vorne. Ist Nidoran eigentlich... Warte, wie heißt es? Nidoran eigentlich tot oder wieso? Wieso kriegt das nie Level? Ich guck jetzt mal nach. Nee, es lebt noch. Okay, Nidoran. Seltsam. Seltsam. Okay. Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Oh, ich liebe Schnee. Endlich ein großer Winterort. Hier ist der Kronentempel. Oh Gott. Ah, wir sind angekommen. Ja, Leute. Und was ist das denn jetzt bitte für ein Cliffhanger, Leute? Hä? Welcher Cliffhanger, Moritz? Ja, den ich jetzt hier mache. Denn wir gehen erst im nächsten Part da rein. Und ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Ich werde währenddessen meine Pokémon nochmal heilen gehen. Oder hätte nicht auch noch was? Tun wir aber später. Ich will da jetzt nämlich nicht rein, weil vielleicht kommt da eine Cutscene. Ja, Leute. Dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu Pokémon, die Kronenlande der Krone. Die Schneelande der Krone. Bis dann, euer Kamito rein und ciao.